Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTastikler. Hier ist euer Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unserer FIFA 16 Ultimate Team Road to Glory für euch. Und das Team of the Year ist rausgekommen mit richtig, richtig coolen Spielern. Ich würde einfach mal sagen, wir haben noch 3900 Points, die ja auf dem Account waren, die auch zur Road to Glory dementsprechend irgendwie gehören. Und deswegen starten wir die heutige Folge mal mit einem kleinen Pack-Opening von meinetwegen 25k-Sets eventuell oder lieber die 15k. Ich glaube, wir gehen lieber für die 15k. Wir öffnen mal ein 25k-Pack, schauen, was drin ist und gehen danach mal für 15k. So, und mal sehen, was da drin ist, ob wir Glück haben für ein Team of the Year Spieler. Ich glaube, es ist nicht Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja wieder das Glück höchstpersönlich. Das kann ja gar nicht wahr sein. Alles an den Verein senden, wobei die Jungs können wir auch einfach direkt so, wie sie sind, verhökern. Da kriegen wir wohl das Beste draus. Das kann nicht wahr sein. Wir gehen jetzt mal für 15k-Sets und schauen einfach mal, wie es weitergeht. Das ist so ein Team, auf die hier spielt. Das wäre natürlich überragend. Es gibt derzeit die Verteidiger zu ziehen. Valencia, Feguli, Adriano. Das sind schon mal zwei Spieler, die wir vielleicht behalten können. Generell die ganzen Trainingskarten, das packe ich erstmal alles in den Verein. Das kann man nämlich auch ganz gut gebrauchen in unserer Situation. Sind nicht viele Punkte, die wir heute raushauen, aber immerhin so ein bisschen was. Wir wollen auch nicht übertreiben in der Road to Glory, weil wir natürlich auch so ein bisschen uns das erspielen wollen alles. Sonst ist das alles, ja, der Sinn ein bisschen verfehlt. Und Freischaltpack, das ist schon mal gut. Das lösen wir direkt einmal ein. Wieder alles zum Verein. Asenio, ja, stoßen wir jetzt einfach mal ab. Ich glaube, der ist nicht so viel wert, als dass wir uns da großartig Sorgen machen sollten. 25k-Pack nochmal. Was Blaues wäre natürlich episch. Das gibt es nicht, du. Da kannst du gar nicht so viel Pech kannst du gar nicht haben. Ist er hier vielleicht was wert? Gehen wir mal auf Preisvergleich schauen. Nicht die Welt. Nicht die Welt. Das heißt, wir machen hier direkt einfach Schnellverkauf. Wir wechseln uns ab, aber es kam bisher nichts Großes bei rum. Es kam bisher nichts Großes bei rum. Ärgerlich. Linksverteidiger. Montreal. Benat Zapata. Nicht das Große. Nicht das Große. Ein Team of the Year Spieler wäre richtig nice. Der Hype ist real, sagen die ganzen FIFA-Kollegen die letzten Tage schon. Und ich wünschte, bei uns wäre das auch so. Wäre natürlich eine gute Sache, wenn wir hier schön vorwärts kommen könnten, aber natürlich nicht mit solchen Spielern. Definitiv nicht mit solchen Spielern. RM, RF, wir kriegen natürlich ein paar interessante Sachen hier, aber das ist nichts Halbes, das ist nichts Ganzes. Das Glück ist noch nicht auf unserer Seite. Parejo ist okay, Saha, Cameron, komm, weg, weg damit. Wie kann man nur so viel Pech haben? Bei FIFA, bei Madden läuft es so gut mit dem Pack Luck und bei FIFA ist es so bescheiden. Auch hier Valero, auch der ist natürlich nicht so überragend stark. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Jungs, haut doch mal raus. Bringt mir doch mal was. Ja, Rojo, okay. Der geht klar. Der geht klar. Den kann man gebrauchen von Premier League Team. Ist ein cooler Verteidiger. 1000 Münzen, auch die nehmen wir natürlich gerne mit. Keine Frage. So, wir haben noch genau 1000 Punkte, gleich 700. Das sind noch zwei Sets. Zwei 25k-Sets. Trikotsatz von Schalke. Zum nächsten Mal, wenn ich die Münzen so sehe, machen wir direkt das zweite Team noch fertig. Mit der türkischen Liga. Das habt ihr euch ja gewünscht. Kriegen wir auf jeden Fall hin, damit wir hier auf 0 kommen. Machen wir jetzt noch zwei 25k-Sets auf und ich hoffe, dass wir an einem was haben. Wir haben nichts. Wir haben einfach nichts. Das ist unglaublich. Das ist sagenhaft. Das ist sagenhaft. Letztes 25k-Set. Bitte, lieber Packlack-Gott. Bitte, bitte, bitte. Das gibt's nicht. Kursawa, komm in den Verein. Melo, packen wir in den Verein. Rest wird so, wie er ist. Verkauft 32.000. Ich denke, damit kriegen wir ein ganz cooles türkische Liga-Team noch hin. Wir gehen jetzt natürlich in
das nächste Spiel, diesmal wieder geschnitten. Ich glaube, das gefällt euch besser. Und dann schauen wir einfach mal, wie es vorwärts geht. Wir schauen nochmal schnell die Mannschaft rein. Mal so ein paar Statistiken beleuchten. Costa, 2 Spiele, 6 Tore, stark. Hernandez, 2 Spiele, 1 Tor, eher minder stark. Rode und Çalhanoğlu, sicherlich auch interessante Spieler gewesen. Vor allem Rode. Ein bisschen Fitness mal draufpacken wäre vielleicht auch eine coole Sache. Trikotnummern, ja, lassen wir gerade mal so noch. Und dann gehen wir mal, was haben wir? Teamtraining, hier. Fitness. Wir müssen ein bisschen sparsam sein mit den Fitnesskarten. Aber Fitness ist ja eigentlich immer eine ganz gute Sache, bis wir ein Fitness-Team haben vor allen Dingen auch. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach in die Online-Saison. Ligaspiel Nummer 3, bisher 2 Siege. Hoffen wir, dass im nächsten Spiel auch so wird. Und das ist unser Gegner, ein sehr, sehr interessantes Team. John Terry, Kabul Smalling im Sturm. Da sehen wir da Lukaku, rechts außen Boycott, links außen Miralas. Und das ist der Gegner, den es heute zu schlagen gilt. Versuchen wir natürlich, ich wollte mir jetzt so ein bisschen mal angewöhnen, ein bisschen zu tricksen, beziehungsweise das mal ein bisschen zu lernen. Ihr könnt mich da gerne auf diesem Weg begleiten. Das Wichtigste ist immer noch, dass wir gewinnen. Erstmal wieder an den Controller gewöhnen, hier von der PlayStation. Haben sie es halt gerade mit dem Xbox-Controller aufgenommen. Rode macht das schon mal ganz gut. Die ersten Minuten nehmen wir natürlich hier wieder ein bisschen mit. Und dann haben wir hier die Douglas Costa. Ich wollte schon sagen Diego Costa. Der ist natürlich nicht unter einem Fehlpass. Bitter. Schade, erste Aktion hier vorbei. So, Hernandez in der 12. Minute. Ah, mit dem, ja, versprungenen Ball da leider so ein bisschen. Schöle kommt nicht gut ran. Ball jetzt bei uns im Aus. Gibt natürlich Abschluss für den Torwart. Relativ wenige Aktionen bisher eigentlich. Muss man sagen, Jan Sommer tritt den Ball in die Mitte. Schön gespielt. So, wieder Hernandez, der auf Costa spielt. Der verliert den Ball. Ah, das ist noch recht interessant. Costa vor allen Dingen hier auch gut im Nachsetzen. Relativ wichtig. Rode. Boah, Rode. Der Junge ist überragend. Der Junge ist richtig stark. Wieder Rode. Ah, und dann Fehlpass. Leider. Der kam nicht so gut, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Manchmal spielt man die Bälle im Kopf besser, als sie letztlich kommen. Wieder Rode. Wieder Hernandez! Chicharito müsste das gewesen sein. 1-0. Führung in der 20. bzw. 21. Spielminute. Sehr schön. Wir sind wieder zurück. Und die kleine Herbse ist wieder am Ball. Macht das nicht schlecht. Auf Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu legt direkt nach. Legt direkt nach. 1,5 Minuten später ist das 2-0 da. Und das ist doch mal ein Einstand nach Mast. Das gibt es ja gar nicht. Relativ gut jetzt hier ins Spiel gekommen. 2-0 Führung für unsere Jungs. Schön gespielt. Wieder Hernandez beteiligt. Das ist wichtig. Hat er gesagt, er weiß gar nicht, ob er noch lange bei Leverkusen spielt. Da kamen jetzt wieder neue Gerüchte auf. Seine Äußerungen waren für Leverkusen-Fans sicherlich nicht das Gelbe vom Ei. Aber wir versuchen einfach, uns hier wieder auf das Spiel zu konzentrieren. So, wieder schön gespielt. Wieder Hernandez. Und da ist das nächste Tor. 3-0. 25. Spielminute. Wow. Das ging jetzt aber ordentlich vorwärts. So, der Gegner ist jetzt mal am Ball. Versucht jetzt hier was draus zu machen, aber verzieht völlig. Wollte natürlich jetzt hier für eine schnelle Antwort sorgen. Ist ihm nicht gelungen. Wir müssen natürlich sagen, glücklicherweise nicht gelungen. Von Costa haben wir nämlich nicht so viel gesehen, wie wir es im ersten Spiel gesehen hatten. Aber der Typ ist natürlich einfach nur stark. Costa, aber dann ein schwacher Pass vom Brasilianer.
Oh, und der war ja noch schwächer. Och, Kollege. Was hast du denn da gemacht? Das war ja wohl mal gar nichts. Sokrates. Ich sollte die Spieler noch tauschen, ist mir eingefallen. Habt ihr in die Kommentare geschrieben. Das sollte ich, glaube ich, mal machen. Sokrates. Und Toprak. Wieder schöner Ball von Çalhanoğlu auf Costa. Der ist ordentlich schnell. Douglas Costa aber verliert dann hier wieder einen entscheidenden Ball. Aber super gespielt. Douglas Costa. 4-0. Richtig schön. Richtig schön. Da sind wir wieder zurück. Ach, so macht das doch Spaß. 37. Minute. Führung weiter ausgebaut. Oh, was für Fehlpässe hier. Was für Fehlpässe. Und dann macht er das 1-4. Das ist doch scheiße. Also die Fehlpässe hier, beziehungsweise das schlechte und dumme Stellungsspiel der Verteidiger, das war natürlich mehr als ärgerlich. Christian Eriksen dann verdient zum Tor. Ja, komm, Spiel weiter. Brauchen wir hier nicht abpfeifen lassen in der Situation. Hernández. Oh, Hernández. Ich sag immer Hernández. So, vorwärts geht's. Der Pade. Oh, richtig schön. Hakan Çalhanoğlu, aber der Torwart hält. Joe Hart beim Gegner. Und die Verteidigung muss natürlich jetzt so ein bisschen stehen, das ist klar. Aber mit den Pässen im Mittelfeld, so richtig läuft es da auch noch nicht. Rode, erstmal Halbzeit. Eventuell wechseln wir da ein bisschen. Schürrle gefällt mir echt nicht so sehr auf der linken Seite, muss ich sagen. Nani und Nemanja Matic im Spiel. Und wir versuchen jetzt hier über weite Strecken was Gutes zu erwirken. Juan Bernat. Oh, Fehlpass. Ball weg. So, Costa, Matic und dann gibt es frei. Warum zur Hölle gibt es denn jetzt hier den Freistoß? Lass doch laufen. John Terry. Das gibt es doch irgendwie nicht. So, schießen darf hier Nani. Nani daneben. Bitte, aber warum lässt er da nicht laufen? Matic hätte natürlich noch die Chance zum Abschluss gehabt. Costa, Hernández. Hernández, da ist er doch endlich mal. Endlich mal ein Spiel, in dem er in Erscheinung tritt. So will ich das sehen. Douglas Costa auf Chicharito. Drin das Ding. 5-1 mittlerweile. In dieser Partie. Ah, es geht ganz gut los hier zu Beginn in Liga 10. Aber gut, es ist auch Liga 10. Da brauchen wir auch nicht zu viel erwarten. Schön gespielt wieder. Hernández auf Nani diesmal. Der ist stark geschossen. Das ist ein 1-6. Das ist ein 1-6. Eiskalt läuft es bis hierhin. Nani gefällt mir auch gut. Und ich glaube, jetzt kommt der Rage Quit hier in der 60. Spielminute. Wäre eigentlich irgendwie die logische Konsequenz dieses Spiels. Und so ist es auch. Das heißt, wir gewinnen das dritte Spiel in Folge. Chicharito macht 3, Costa 1, Nani 1, Çalhanoğlu 1. Torvorlagen gehen 2 wieder auf Rode, 2 auf Chicharito. Richtig stark. 5 Torbeteiligung unseres Stürmers. Das gefällt mir gut. Und das sind wieder 380 Münzen. Jetzt haben wir, wie gesagt, 35.000. Ich baue zum nächsten Mal. Können wir einen Squad-Builder machen mit vielleicht einem Team, beziehungsweise zum übernächsten Mal machen wir den Squad-Builder. Ihr schreibt mir gerne jetzt in die Kommentare, welche Spieler ihr da gerne sehen wollt aus der türkischen Liga. Und dann bauen wir uns dann so ein Fitness-Team zusammen, mit dem wir dann immer mal spielen können. Und danach machen wir uns daran, hier die Bundesliga-Mannschaft zu verstärken. Ein Set haben wir ja noch. Das öffnen wir schnell noch zum guten Schluss. Und was ist da drin? ZOM. Ah, Pereira. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Packen wir zum Verein. Der Rest kommt auch zum Verein. Und dann schauen wir mal, was uns im nächsten Part erwartet. 3 Spiele, 3 Siege. Ganz guter Start in diese Road to Glory. Und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch euren Freunden weiterempfehlen. Checkt Facebook, Twitter, Instagram aus. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Raphael von GameTesticle HD.